Hallo Leute, willkommen zu Part 6 von Lara Croft and the Guardian of Light. Wir sind hier immer noch in der Spinnengruft und da müssen wir durch eine Art Abkürzung finden. Warum kann ich mich da hinhängen? Da könnte ich mich hinhängen. Ich denke, das ist dafür gedacht. Wow, schaut mal. Ich weiß eben nicht, ich sehe jetzt nicht wirklich, ob sich da unser Lebensenergie oder unser Munitionsbalken bei einem Upgrade verbreitert oder ob das dann praktisch in den Balken reingerechnet wird. Hallo du. Gut, schauen wir mal, was wir jetzt da so haben. Die nächsten. Puh. Würde mal sagen, unsere Lara ist mittlerweile ziemlich fit. Jetzt hält der an und was bringt mir das? Ah, okay, wahrscheinlich. Ah, vielleicht muss ich da an der Stelle irgendwie was draufrollern, damit der konstant anhält. Da links hin. Kontrollpunkt. Oh, schaut mal, da oben ist ein Schädel, ein Totenschädel. Ja. Ach, und da muss ich die Brücke dann komplett. Okay, da kann ich nicht hoch. Kann ich denn hier vielleicht zufällig hoch? Ja. Weil das sieht ein bisschen niedriger aus. Nee, geht auch nicht. Hm. Wie komme ich denn dann aber mal an diesen Totenschädel? Moment mal. Das geht nicht. Wenn sie da oben steht, kann sie den Speer nicht werfen. Okay, hätte er sein können. Oh, 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 Vorsicht. Nee, das geht irgendwie nicht. Okay. Das muss ich erst aufmachen, verstehe, damit ich da. Oder die Brücke muss ich erst komplett rausziehen, damit ich da weiterkomme. Jetzt ist aber die Frage, wenn ich da draufstehe und der anhält, kann ich da. Da dann drauf springen? Ach, wahrscheinlich kann ich mich so drauf. So, drehe ich mal weiter. Aha! Aha! Das ist ja auch mal cool. Oh. Und jetzt? Und die. Oh. Benutzen Sie die Gegengewichte, um die Brücke auszufahren. Überqueren Sie die ausgefahrene Brücke und fliehen Sie aus der Spinnengruft. Das klingt so, als würde es mir gefallen. Denn ehrlich gesagt, hier ist es nicht so ein. Ah. Angenehmer Ort für mich. Holy! Komm schon! Tatsächlich. Artefakt Tonfeder erhalten. Ich kann jetzt hier an diesen. Ah. Oh, ich dachte gerade, sie springt runter. Ich komme hier nicht hoch, oder? Was ist hier der Trick? Gibt es hier irgendwas zum Einhaken? Nee. Was ist der Trick, um hier ranzukommen?
Ich schaue nur noch mal kurz nach oben. Ob ich da oben hätte... Das Spiel möchte wahrscheinlich nicht... dass wir dann nochmal raufgehen, aber ich möchte das jetzt mal ganz kurz... Na, da kann ich ja... Oh, ich dachte, sie stürzt ab. Da kann ich ja nicht hin. Wie viele Totenschädel haben wir denn? 9 von 10, das ist der letzte. Ja, komm, den müssen wir doch noch irgendwie kriegen, oder? Aber wie? Vielleicht kann ich den umschießen oder so. Nee. Wartet mal. Wird zwar der Punkt angezeigt, aber ich kann keinen Speer schleudern. Puh. Es sieht gar nicht so schlecht aus, Leute, aber es ist halt leider nicht... nicht richtig. Ich komme da nicht hin. Ich weiß nicht wie. Ich weiß leider nicht wie. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwelche Artefakte gibt, die jetzt da genau richtig wären. Verteidigung, Waffe, Tempo, Bombe. Was kannst du nochmal? Tempo und Nichtverteidigung, Waffe und Bombe. Verteidigung, Tempo. Ich weiß es nicht, Leute. No, das ist kein... Das ist einfach nicht fair. Das sehe ich auch so. Ah. Bam. Tatsächlich. Ich dachte jetzt, vielleicht hält sie sich da fest. Ja, wir kommen jetzt hier wahrscheinlich raus, aber den Totenschädel kriegen wir nicht. Level abgeschlossen, Spinnengruft. Nur die Tonfeder haben wir bekommen. Besiegen Sie Legion, Leglion, die Königin aller Spinnen. Oh, wir haben die Königin aller Spinnen besiegt. Gut, dann machen wir mal weiter. Oha. Die Beschwörung. Xlottl. Xlottl. Bonus-Herausforderungen. 10 rote Schädel, wie üblich. Besiegen Sie T-Rex in maximal 2... Was? T-Rex in maximal 2 Minuten. Zerstören Sie alle Säulen. Da gibt's wieder einen T-Rex. Das ist nicht fair. Uff. No. Hallo T-Rex. Ich habe die Befürchtung, ich muss hier strategisch arbeiten.
Okay. Was ist der? Okay. Aha. Den in 2 Minuten besiegen, wie soll denn das gehen? Okay, das war's. Was ist denn gegen den bitte die richtige Strategie? Der kann Feuer spucken. Doch spinnt. Läufst du in das Messerfeld, T-Rex? Wieso? Komm, Phase aus, die Spiel. Ach, das ist unfair. Ach so. So dumm ist er nicht, dass er drauf geht, wenn die Speere ausgefahren sind. Ja gut, den schaffe ich nicht in 2 Minuten. Mist. Das weiß ich nicht. Okay, hier ist es. Nee, komm mal her, du. Ah. Autsch. Komm her. Nein. Oh, ich sowas hasse. Gesessen. Aber ich würde mal sagen, oh, Kontrollpunkt, das ist schön. Das nochmal eins, okay. Und da ist sogar ein roter Schädel. Wo ist denn hier der? Oh no. Nummer 2. Hat er sich das jetzt gemerkt? Bitte, bitte, bitte. Ja, hat er. So. Okay. Verpasst. Xolotl hat seine Festung fast erreicht. Sobald er innerhalb ihrer Mauern ist, können wir ihn nicht mehr besiegen. Dann müssen wir ihn aufhalten. Wenn ich durch den westlichen Tempel gehe, kann ich ihm vielleicht den Weg abschneiden. Ich folge ihm nach Norden. Vorsicht, Xolotl ist dafür bekannt, Fallen für seine Feinde auszulegen. Ach nee, ich wollte doch die roten Schädel alle noch einsammeln. Oh, ich habe 0 eingesammelt. Okay, den T-Rex in 2 Minuten habe ich natürlich auch nicht geschafft. Und alle Säulen habe ich natürlich auch nicht geschafft. Oh je, das wird ja immer heftiger. Gut, Totec, schön, dass du auch noch da bist. Vergessenes Tor. Ich dachte schon, du hättest uns ganz alleine unserem Schicksal überlassen. 10 rote Schädel, Ausgang in maximal 10 Minuten, Kugeln in der Hauptraum. Nochmal. Boxieren Sie alle Kugeln in den Hauptraum. Passieren Sie die Fallenhalle ohne zu sterben. Bomben Sie eine Kugel auf das Schädelpodest. Okay.
Das kann ich mal garantiert nicht alles merken. Und ich habe jetzt aber dafür mal ein bisschen länger Zeit und es sind hoffentlich mal keine Spinnen unterwegs. Oh, finden Sie einen Weg durch dieses alte Grab. Öffnen Sie das vergessene Tor. Mhm. Okay. Ah, nee, das wollte ich jetzt mal. Geht das Munition? Schaut mal, das vergessene Tor nehme ich an. So, alle Kugeln in den Hauptraum buxieren. Die meinen, dass das hier der Hauptraum ist? Ah. Verstehe. Nochmal. Buxieren in den Hauptraum, passieren Sie die Fallenhalle ohne zu sterben. erreichen Sie aber maximal 10 Minuten. Nee. Und bomben Sie eine Kugel auf das Schädelpodest. Ist das hier das Schädelpodest? Bist du vielleicht das Schädelpodest? Egal. Ich nehme dich jetzt mal und roll dich mal schon irgendwo hin. Halt! Nicht so hastig. So. Einmal, das hätten wir. Mhm. Okay, da komme ich mit dem Speer nicht durch. Ja. Dann müssen wir mal die andere Treppe versuchen. Mal da weiterkommen. Ah, hier ist offen. Das ist schön. Glaube ich. Bin ja gespannt. Kontrollpunkt. Schön. Ich bin ja gespannt, welche Gegner hier auf uns warten. Rauf oder eher nach links? Ich gehe mal rauf. Oh ne, ich glaube, ich gehe mal da runter. Ah, solche Typen wieder. So. Auf das Schädelpodest buxieren. Oh, nein! Mit ferngezündeten Bomben können sie Kugeln bewegen. Ja. Bam! Genau. Warum sollte ich das denn wollen, bitte? Ach so. Ich verstehe. Netter Versuch, Junge. So. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Schädelpodest ist, aber... Roll mal runter. Ups, ich dachte, ich würde dich schon greifen. So. Der Mund öffnet sich immer weiter. So, das war, glaube ich... Das sieht nicht sehr stabil aus. Gut. Aha. Okay, das ist etwas verfrüht. Wie kommen wir denn... Oh, das bewegt sich. Momentchen, ist da oben irgendwas zum... Auch nicht.
Ja gut, Leute, ich würde sagen, mit diesem Rätsel, das sieht nämlich sehr, sehr komisch aus, da, ach, das müssen wir so bewegen, verstehe. Mit diesem Rätsel machen wir dann weiter im nächsten Part von Lara Croft and the Guardian of Light. Also, bis dann. Ciao.